Ich darf Sie recht herzlich begrüßen, meine Damen und Herren. Wir sind hier mitten in Graz. Mehr Yoga für die City ist das Motto der heutigen Sendung, weil das City-Yoga jetzt übersiedelt, nämlich ans Eiserne Tor, genau da, wo wir jetzt sind, wo früher die Krenzschka Bank drinnen war. Wir sind jetzt unterwegs und werden mal schauen, wie es mit den Yogakünsten der Grazerinnen und Grazer ausschaut. Und Sie sollten sich den 1.11.2011 rot anstreichen, denn dann wird das neue City-Yoga am Eisernen Tor 3 eröffnet. Gehen wir's an. Sie haben sicher kurz Zeit, oder? Dass Sie mit den zwei Damen da ein bisschen Yoga machen. Eigentlich nicht, nein. Wieso nicht? Ja, weil ich eine Thrombose im Fuß habe, also kann mich kaum bewegen. Das ist hervorragend. Schlecht, ja. Nein, wirklich? Ja. Also Yoga ist ja eigentlich für alles gut. Ja, glaubt man. Schauen wir, ob wir das mit der Thrombose hinbringen. Dauert genau 30 Sekunden. Wir machen eine Stellung mit Ihnen, okay? Bitte, gerne. Aber Yoga, ich glaube eher Frauensache, würde ich mal sagen. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Aber sonst, gerade Yoga kann jeder machen. Aber sonst, den können Sie mal vorzeigen. Ich mache das. Bitte, schau gern zu. Wenn ich vormache, machst du noch? Nicht wirklich, nein. Also es ist eigentlich ein Mittel, den Geist zur Ruhe zu bringen. Den wilden Affen. Für mich optimal, wenn ich nicht täglich 4 Stunden Yoga machen würde, wäre es mit mir nicht auszuhalten. Ihr schaut so aus, als ob wir euren inneren Affen beruhigen müssten. Kann das sein? Nein. Nicht? Ist der innere Affe nicht sehr unruhig bei euch? Es hält sich in Grenzen, ja. Wie beruhigt ihr denn normal? Ja, das kann ich nicht sagen. Nein. Ja. Wieso nicht? Nein, ich bin kein Trotzner, alles sage ich nicht. Gell? Glauben Sie, dass ich einen inneren Affen habe? Jeder hat einen inneren Affen. Ich habe ihn schon besiegt. Den haben Sie schon besiegt? Ja. Der ist schon niedergemacht? Der ist schon erledigt. Ja gut, dann brauchen wir das nicht, aber wegen der Bewegung war er auch gut. Ne? Ja. Bitte schön, dann darf ich Sie bitten. Herr Neubauer, das ist die Birgit. Da ist es auch die Birgit. Das ist ganz einfach. Und wir machen jetzt den Baum. Und wie das geht, sagen Ihnen jetzt die Damen. Bitte. Bitte schön. Wir hätten da drüben eine nonverbale Übung für euch. Ihr könnt jetzt mit uns ein bisschen Yoga machen. Das beruhigt nämlich den inneren Affen unfassbar. Nein, das passt schon so. Wir bleiben lieber da bei der Arbeit, gell? Schon? Ja, ist gesünder. Glauben Sie? Ja, ja. Zum Ausgleich. Na, danke, wir sind jetzt sehr ausgeglichen. Ei. Ja, ja, natürlich. Als Gärtner ist klar, ein bisschen eine zen-buddhistische Tätigkeit, schau genau, mal. Da kommt ein bisschen eine innere da rechnen Sie zusammen. Ja. Obwohl so ruhig tut er da nicht rechnen. Da habe ich schon Leute gesagt, dass sie ein bisschen mehr Zeit lassen. Was zeigt ihr gerade? Den Sonnengruß. Den Sonnengruß? Den Sonnengruß. Und weil ihr die Sonne begrüßt habt, ist sie auch schon heraus. So ist es, die kommt immer, wenn man die Sonne begrüßt. Die kommt immer und gibt es da nicht auch ein anderes Wort dafür, außer Sonnengruß? Surya Namaskar. Wie bitte noch einmal? Surya Namaskar, der Sonnengruß auf Sanskrit. Surya Namaskar und wie sagt man dann? Namaste. Sie sehen, meine Damen und Herren, Yoga kann jeder machen. Danke vielmals an den Herrn Wolfgang Neubauer. Vielleicht hat er Lust bekommen, sich das einmal näher anzuschauen. Er schaut hervorragend aus als Baum. Wie fühlen Sie sich als Baum? Ja, als dicker Baum. Ne? Gut verwurzelt aber, oder? Ja, gut verwurzelt, das ist richtig. Du musst das nicht am Oberschenkel machen. Du kannst das, wenn du das bis zum Knöchel schaffst, ist es nicht schlecht. Oder sonst an der Wade anlegen, wie du magst. Ne? Und dann, siehst du, und jetzt obi die Hände und das ist dann die Namaste-Haltung. Ah, okay. Okay? Okay. Ich bin begeistert, Frau Tünde, dass Sie das zusammenbringen und das ohne Training. Hervorragend. Und steht schon. Da steht der Baum, drei Bäume mitten in der Herrengasse am Eisernen Tor. Sind das die Pyramiden von Gizeh? Doppelhund. Der Doppelhund. Und das ist für einen Kleinen als Entertainment. Ja, sicher. Okay, da hinten hätte man einen Herrn, der hätte gerne einen Baum zeigen. Könnt ihr dann schauen, ob das passt? Jetzt werden wir schauen, dass die kleinen Edin nicht umhaut. Dann ist der Baum hin. Auf in die Hände. Edin, der Baum. Vorher hat er gesagt, Yoga ist nur was für Frauen. Aha, und jetzt steht er schon da. Genötigt worden dafür. Ja, sicher, so sind wir. Aber schaut gut aus, der Edin als Baum, oder? Bist du zufrieden? Ja, schon, ja. Was bist du für ein Baum? Wie fühlst du dich? Mehr wie eine Eiche oder wie ein Ahorn? Ja, wie ein kleiner Pflanzenbaum. Bonsai einmal sicher nicht, ne?
So, jetzt hat's um. Danke, Edin. Ich halte noch die Jacken da mit der Birgit und mit der Birgit schnell einen Sonnengruß. Ich einen Sonnengruß, ja, da. Sicher. Okay. Für mehr Yoga in der City. Ja, ist eh grundsätzlich gut, gell? Wissen Sie, was am 1.11. bzw. am 11.01.2011 ist? Neujahr. Am 11.01. ist nicht Neujahr. Am 1.11. Am 11. Am 1.11. ist Faschingsbeginn, oder? Ja. Dann ist am 11.11. Ja. Es geht aber um den 11.01.2011. Weiß nicht. Wissen Sie nicht? Da drüben sperrt das City-Yoga auf, das Neue. Ach so. Kennen Sie schon, oder? Nein, kenne ich nicht. Kommen Sie mal vorbei? Ja, komme ich. Komme ich, danke. Das ist der Hund. Birgit, Birgit und Tünde im Hund. Drei Hunde statt drei Damen. Wie war's? Dankeschön, sehr gut. Ja? An der frischen Luft, das ist herrlich. Ich danke Ihnen. Aber es ist charmanter, wenn jemand sagt, sie haben einen inneren Affen, der etwas unruhig ist, als wenn jemand sagt, sie haben einen Vogel, oder? Ich kann mit beiden, glaube ich. Dann darf ich Sie bitten, nehmen Sie einen Affen und Ihren Vogel, ja, und machen wir zu dritt da drüben, beziehungsweise mit den beiden Damen, also zu fünft, einen Sonnengruß. Ob die qualifiziert sind? Die sind extrem qualifiziert. Sie machen auch mit? Ich mache auch mit, wenn Sie sagen. So, und jetzt nochmal, damit Sie daheim nicht durcheinander kommen, es ist der 11.01.2011 und nicht der 11.01. Pass auf, da hinten kommt der Straßenbahn, um Gottes Willen. Und das ist ein herrlicher Kopfstand. Und das 11, da steht's. Es ist der 11.01.2011. Bitte merken Sie sich das. Dann sperrt das City-Yoga auf. Am Eisernen Tor 3. Ja gut, aber man muss wirklich sagen, alle, gell? Die tun da wirklich zen-buddhistisch rächen. Also die haben den inneren Affen wahrscheinlich wirklich schon beruhigt. Und einen Euro gefunden. Und Kaffeegeld haben wir auch gefunden. 6 Bars, perfekt. Der Mittagskaffee ist gesichert. Birgit, Frage, der Herr hat einen Bandscheibenvorfall. Was kann man mit dem schnell machen? Wo ist denn? In welcher Höhe liegt der? Ist der akut? Wo ist Wirbel? Akut, ja. Nein, dann kann man nichts machen. Können wir den Herrn in Shavasana hinlegen und entspannen lassen? Das geht immer. Die Frau Tünde hätte gerne den zweiten Krieger gesehen. Bitte jetzt. So, der Herr Ertl hat vorher fälschlicherweise gesagt, das ist der Surfer. Das ist aber nicht so. Ja, das schaut gut aus. Bitteschön. Was ist das jetzt? Yoga im Geist, gell? Shavasana, Yoga im Geist. Herrlich, der Edin, ha? Besser als der Baum, ja? Nicht kein L-Bandi dazwischen, keine drei Touchdowns in einem Spiel, den Krieger wollen wir sehen. Aber er kommt mit der Hosen wirklich nicht weiter runter, da kannst du nichts dafür. Nein, ich könnte sonst Spagat hinlegen, kein Problem, aber die Hosen wirklich stört. Edin, ich sag danke vielmals, ja, du bist ein großartiger Yogaschüler. Okay, passt, danke. Und wie ist? Naja, das kannst du nicht sagen, aber dann anfangen wir es. Yoga im Geist mitmachen. Nicht verplaudern da mit mir. Ich nichts. Was hätten Sie denn gern gesehen? Achso, die, die es richtig kennen, gell? Fachleute. Die Fachleute. Darf ich Sie bitten, machen wir jetzt doch einen Wechsel, gehen Sie mit, dann können Sie sich die Fachleute anschauen. Birgit und Birgit, das ist so ähnlich wie Brunner und Brunner, nur mit mehr Hintergrund. Okay. Bitteschön, machen Sie das nochmal jetzt ohne Störung. So, was ist das? Das Victory-Zeichen? Ja, genau. Na, wie heißt das? Das ist eine Partner-Yoga-Übung. Schaut aus, ja, allein wäre das schwer. Ja, es ist ein bisschen, wir sind unterschiedlich schwer, deshalb ist es ein bisschen schwierig. Birgit, da bleiben. Ja, wunderbar. Wie fühlen Sie sich jetzt? Ja, hervorragend. Was wollten Sie jetzt noch machen? In meine Schuhe steigen. Also, ich habe gedacht, Sie zeigen einen nächsten Move. Darf ich mich recht herzlich bei Ihnen bedanken? Sie waren großartig. Wie heißen Sie? Gerne, Kinder, Elisabeth. So. Bei der Schlussentspannung beim Yoga im Geiste kann man leicht einschlafen. Aber eines nicht vergessen, am 11.01.2011 sperrt das neue City-Yoga am Eisernen Tor 3 auf und wir freuen uns, wenn Sie vorbeikommen. Wir machen jetzt weiter mit der Entspannung. Gell?